Und auf geht's ins Spiel um Platz 5 beim Peter-Männchen Cup 2011. Und da treffen SV Grün-Weiß-Schwerin 2 und der Parchimer SV aufeinander. Und der erste Angriff wurde schon vorgetragen von Grün-Weiß-Schwerin 2. Und auch der nächste Angriff, Charlotte Zufelde mit dem Treffer zum 1:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Und Parchims Nummer 10, die sich im Laufe dieses Turniers schon mehrfach hat auszeichnen können. Mit einem erneuten Lauf, aber vorher abgepfiffen und deshalb Freiwurf für Parchim. Und erneut das Plaster oben getroffen, das das Tor verkleinern soll. Und der Wurf der Nummer 8 am Tor vorbei. Und Parchim jetzt nach dem Rückstand deutlich aktiver und der geht ans Gestänge, aber ans hintere Gestänge des Tores. Deswegen Abwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Und haben die Parchimer sind nicht zurückgerückt. Charlotte Zufelde mit dem zweiten Treffer für Grün-Weiß-Schwerin. Und die klare Ermahnung der Schiedsrichterin an den Parchim Nummer 14. Sich an die Regeln zu halten. Ja, Parchim, schön zusammen ins Spiel. Guter Wurf und gut gehalten. Von der Torhüterin von Grün-Weiß-Schwerin. Und da ist es wieder Charlotte Zufelde, die keinen Gegenspieler hat und hier auch den dritten Treffer markiert. 3:0. Und wir beobachten jetzt das Spiel um Platz 5. Weiter mit unserem Nachwuchs. Da gab es eine Verletzung scheinbar bei Parchimer Seite. Da hat sie was ins Gesicht bekommen. Das ist hoffentlich nicht so schlimm und wird gleich weitergehen. Beim Stand von 3:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Wir haben also auch unseren Nachwuchs wieder bei. Chiara, schön, dass du wieder da bist. Hallo. Und Wir werden uns beide das Spiel jetzt angucken. Kurz zur Situation. 3 Minuten sind gespielt. 3:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Und du hast das Spiel beobachtet. Wie gut gefällt dir jetzt Grün-Weiß in den ersten 3 Minuten? Also bei dieser Mannschaft ist auch meine Schwester mit drin. Also bin ich natürlich ganz klar für die. Aber ich wünsche trotzdem auch der Fairness halber dem Parchimer SV viel Glück. Das ist gute Voraussetzung im Sport. Fair Play gehört dazu. Das sollten wir auch ganz groß schreiben. Und dessen sehen wir Schwerin mit einem erneuten Angriff. So, ja, dann klär uns doch mal auf, wer ist denn deine Schwester? Die Nummer 6, Fiona Peters. Ja, das war ja auf Stichwort, sie hat gerade geworfen. Eine Tormöglichkeit gehabt, ist leider an der Torhüterin gescheitert, aber für ihre Mannschaft sieht es gut aus. Ja, und ich hoffe, das geht auch so weiter, aber wie gesagt, der Parchimer SV, der kämpft hier auch, das sieht man. Ja, und das ist ja letztendlich viel wert neben
dem Kampf auf dem Spielfeld. Vor allen Dingen sollte der Spaß im Vordergrund stehen bei diesem Sport. Ja, das ist so, es wäre doof, wenn man nur aufs Gewinnen aus wäre. Das soll hier ein richtiges Turnier werden und kein Boxkampf. Das ist schon gut, wie die Spiele hier ablaufen. Ja, das kann man in dem Fall auch mal betonen. Wir sind im drittletzten Spiel dieses Turniers und es hat noch keinerlei gelbe Karte oder gar Hinausstellung gegeben. Und das ist doch ein schönes Zeichen. Und jetzt das Tor durch die Nummer 5, Vera Ludmann. Da jetzt auch das erste Tor für Parchi mit diesem Spiel durch die Nummer 3, 1-4. Von der Außenseite schön gemacht. Dann du selber hast gesagt, du spielst D-Jugend. Welche Position spielst du? Ich spiele meistens außen. Ja. Links oder rechts? Ja, ich bin da ziemlich flexibel. Also es kommt drauf an, es gibt mehrere, die besser außen sind, also gibt es da halt, ich möchte nach links, okay, dann gehe ich nach rechts, also mir ist ziemlich egal, wo ich außen spiele. Was ist denn deine starke Hand, links oder rechts? Rechts. Ja, das ist natürlich schwieriger von rechts außen, aber wer es beherrscht, ist begehrt. Ja gut, wenn wir uns dann später, da werden Spieler ja auch gekauft, da freue ich mich schon drauf, mal schauen, wie die mich versteigern oder so, das ist schon lustig. Also, Chiara, richtig, ne? Chiara in circa 5-6 Jahren dann bei eBay zu ersteigern. Vereine können jetzt schon mal Interesse anmelden beim SV Grün-Weiß Schwerin. Indessen Parchim mit einem guten Angriff und auch klasse gehalten von der Torhüterin von Grün-Weiß Schwerin. Nun der Freiwurf für Parchim, die Nummer 1 führt ihn aus. Nee, doch die Nummer 3. Die Nummer 1 wirft. Und ein Tor für Parchim. Es wird ein spannendes Spiel. 4-2 für Grün-Weiß Schwerin. Parchim holt auf. Ja, der Parchimer SV hat sich jetzt gefangen, nachdem er mit 0-3 hinten lag. Das Spiel nicht gut aussah, aber jetzt... Oh, da hat sie dran gezogen. Gibt es Freiwurf für Grün-Weiß Schwerin. Sollte sie nicht machen. Und da gibt es auch die klare Ermahnung der Schiedsrichterin. So geht's nicht. Nicht am Trikot ziehen. Die sollen ja noch eine Weile halten. Die Nummer 6 wirft aufs Tor und der Torwart hält. Spielt nach vorne. Doch verliert ihn an Grün-Weiß Schwerin. Freiwurf. Und da ist das Ende der ersten Hälfte. Der Ball war knapp am Tor vorbei. Hätte auch nicht mehr gezählt. Halbzeitstand 4-2 für Grün-Weiß Schwerin. Und auf geht's in die zweite Hälfte. Grün-Weiß Schwerin 2 gegen den Parchim SV. Spielstand 4-2 für Grün-Weiß Schwerin. Und auch Chiara ist wieder mit dabei und guckt sich dieses spannende Spiel an. Und da sehen wir die erste Chance für Grün-Weiß Schwerin abgepfiffen, weil? Die Nummer 3 hat Fuß genommen und deswegen ein Freiwurf für Parchim. Ja. Ah ja, scheinbar gab es auch Freiwurf für Grün-Weiß Schwerin. Da wurde möglicherweise vorher schon ein Foul begangen und dann einfach aufgrund des Fußes von Grün-Weiß Schwerin der Vorteil abgepfiffen. Kann man so werten. Abwurf von Parchim. Der Torwart sucht verzweifelt nach einer Abspielmöglichkeit, findet sie bei der Nummer 3, die nun nach vorne stürmt und einen langen Pass spielt. Der kommt bei der Nummer 1 an, die hat den Ball gerade so gefangen, liegt am Boden und Abwurf für Grün-Weiß. Ja, sie ist auf den Knien in diesen Torkreis gerutscht und dann gibt es natürlich Abwurf, da darf sie nicht rein. Ja, das ist eindeutig das Revier des Torwarts, ist ja auch hier rot gekennzeichnet, also das geht nicht. Ja, das Hoheitsgebiet des Torwarts, dessen das Tor für Grün-Weiß Schwerin durch Vera Ludmann.
Man hat auch einen heiden Respekt vor diesen Menschen, die sich dann doch ins Handballtor stellen. Selber schon im Tor gestanden? Ja, als ich klein war, und ich fand das schrecklich, weil ich, alle wollten immer ins Tor, nur ich nicht. Dann meinte Herr Sabelius, ja, Chiara, geh ins Tor. Ich stand da weinend im Tor und habe so gedacht, ich kann mich hier nicht bewegen. Ich habe gedacht, wenn ich später mal Spielerin, wenn ich später mal in der Mannschaft bin, nie im Leben im Tor. Und zum Glück hat sich das auch nicht ergeben. Also ich habe auch ziemlich großen Respekt vor unserer Torhüterin. Ja, das kann man auch mit Recht behaupten lassen, das 6:2 für Grünwald Schwerin und das 6:3 jetzt von Barchim, der Anschlusstreffer durch die Nummer 1, schön freigespielt. Ist richtig Betrieb schon hier in der zweiten Hälfte. Und schön freigespielt. Tabea Schöps am Kreis zum 7:3. War das nicht ein Tor? Und das Tor für Parchim. Da hat sie sich schön durchgetankt durch die Abwehr. Den Platz genutzt. 7:5. Wird wieder spannend. Ja, es wird eindeutig ein spannendes Spiel. Schon wieder hat Parchim jetzt den Ball abgefangen und spielt ihn nach vorne. Doch gut abgefangen von Vera, aber leider ein Freiwurf für Parchim. Schon wieder hat Vera den Ball abgefangen und spielt ihn diesmal zu ihrer Kollegin, der Nummer 11. Die Nummer 1 schnappt sich den Ball und wirft aufs Tor. Und ein Tor durch die Nummer 1. Charlotte zu Felde, es ist beim Stand von jetzt 8:5 bereits ihr vierter Treffer in diesem Spiel. Also zielsicher, die gute Charlotte. Ja, es gibt ja auch dann einen Pokal für die beste Spielerin. Ich glaube, da geht auch gehen auch die Tore mit rein. Und natürlich, wie man sich auf dem Feld bewegt und ob man viel läuft und gut dribbelt und schnell ist. Das geht natürlich alles mit in diesem Pokal mit ein. Also glaube ich, dass sie da gute Chancen hat. Und jetzt schön durchgesetzt, die Nummer 10 von Parchim. Konnte sich in diesem Spiel bisher nicht so hervortun, wie in den anderen Spielen zuvor in der Gruppenphase. Aber 8:6, wenn ich meine Rechnung stimmt. Und jetzt gibt es 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Es war wohl doch nicht so fair, aber ich glaube, das wird das erste und das letzte Mal sein, was Parchim da macht. Ja, und Charlotte zu Felde mit dem 7 Meter aber vorbei. Selber schon 7 Meter geworfen? Ja, und ich bin da nicht besonders gut drin. Ich kann nur Tore werfen, wenn ich wirklich aus der Bewegung komme. Und ich habe beim 7 Meter sozusagen immer eine Glückstreffer. Ja, es gibt ja regelrecht Spezialisten beim 7 Meter werfen, die dann auch öfter werfen. Und es gibt eben Spieler, die fühlen sich nicht ganz so sicher vom 7 Meter Strich. Ja, genau so ist das bei mir. Ich habe dann immer Angst, die Torwart nicht verletzen. Und wenn ich jetzt vorbei werfe, was werden die Trainer sagen? Das ist natürlich auch eine Frage des Selbstbewusstseins. Ja, aber ich denke, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Wenn du den vorbei wirfst, dann ist der Trainer nicht sonderlich böse, weil sonst hätte er dich nicht werfen lassen. Ja, das glaube ich auch. Ich werde dich in Zukunft wirklich für den 7 Meter melden und ich werde das auch intensiv üben. Und da das Tor jetzt für Parchim. Sie verwandelt durch die Nummer 10, die jetzt etwas besser ins Spiel kommt. 1,5 Minuten sind es noch, da ist noch einiges möglich. Ja, ich denke auch mit den 7 Metern ist das wie mit allen im Leben und auch im Handballsport, die Übung macht's. Ja, natürlich, man kann gar nichts erreichen im Handballsport, wenn man nicht übt. Ich meine, Trainingsrückstand ist auch ein großer Nachteil. Also ich versuche immer zum Training da zu sein, weil wenn man Trainingsrückstand hat, ist man auch nicht im ersten Sechser auf dem Feld. Das ist dann halt der Nachteil. Und auf der Bank sitzt man nicht gerne?
Naja, wenn es so leichte Spiele sind, denkt man auch, die machen das schon. Aber wenn es halt spannende Spiele sind, dann denkst du so, oh, wenn ich jetzt drauf wäre, ich würde so richtig... Also ich finde es nicht so schön, wenn ich auf der Bank sitze. Und das war jetzt ganz interessant, Charlotte zu Felde mit dem Tor. Aber der Block von Nummer 13 an der Stöhphase, die ihre Gegenspielerin geblockt hat und somit den Weg frei gemacht hat für ihre Mitspielerin. Das ist ein tolles Zusammenspiel. Eine halbe Minute vor Schluss, jetzt 9:6 für Grün-Weiß-Schwerin. Hat den Ball gut gehalten. Grün-Weiß-Schwerin im Ballbesitz. Langer Pass nach vorne und das Spiel ist aus. Grün-Weiß-Schwerin und der Parchimer SV trennen sich 9:6 für Grün-Weiß-Schwerin. So, das Spiel um Platz 5 hat der SV Grün-Weiß-Schwerin 2 gewonnen. Und es spielen